Ja, also ich bin Philipp Vierkorn, bin hier an Azubi als Veranstaltungstechniker bei der Firma Gate Veranstaltungstechnik GmbH und arbeite seit dem 1. August hier. Also was mir am meisten Spaß macht, ist der Aufbau und Abbau von Technik und auch Betreuung mit von Technik, wenn man dabei sitzt bei einer Veranstaltung, wie das so läuft. Weniger Spaß ist hier, die Aufgaben, den Job zurückzubuchen oder für den Job zu packen. Veränderungen in meinem Leben sind so weit, dass ich generell weniger zu Hause bin innerhalb der Woche. Aber am Wochenende kann ich trotzdem noch all meine Hobbys verfolgen. Ich spiele Schlagzeug in der Woche, dazu komme ich noch regelmäßig und ja, ein bisschen eingeschränkter. Am Wochenende haben wir generell immer frei, außer da ist halt ein Job, eine Abholung, Aufbau, Abbau, dann wird halt vorher gefragt und dann plant man sich das halt so ein. Nachts kommt nicht so oft vor, ab und zu mal, hauptsächlich nur im September, aber sonst hat man halt geregelte Arbeitszeiten und ist dann auch zu Hause. Weil September so eine Messemonat ist, da kommt halt die Messe IFA, CMS vor und auch noch andere Messen. Also mein Ziel ist, Veranstaltungstechniker zu werden und auch weiter zu arbeiten in der Richtung. Weil ich mal ein Praktikum bei einer Eventfirma gemacht habe. Da mich die Technik da sehr interessiert hat und so, wollte ich halt auch in die Richtung weitergehen. Und dann kam ich halt irgendwie auf Veranstaltungstechniker auf der Suche im Internet und dann habe ich mich auch direkt hier beworben. Einen Promi habe ich bis jetzt hergesehen, das ist Luke von RTL. Früher hatte er auch irgendwie einen YouTube-Account oder so, den ich selbst nicht kenne, aber den kennen anscheinend sehr viele. Ich habe da nur abgebaut. Aber da haben wir Bildschirme, Displays aufgebaut, Tastaturen, Mischpult,